Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, in Thüringen. Ja, die Nacht ist jetzt geschafft. Ich habe mal ganz kurz, ja, vorgespult, geschlafen halt, ne? Das kann man ja vorher machen. Grunde muss ich erstmal die Jungs anlassen, die habe ich hergeschickt. Der Kalkfahrer ist zum Händler unterwegs, da wo er angekommen ist, mal gucken. Ansonsten, ja, Gras auf das, läuft doch. Müsste bald fertig sein. Ich werde noch einen weiteren Gesteine, würde ich noch mal sammeln im Prinzip. Da könnten wir diesen Traktor nehmen. Der ist gut geeignet. Beziehungsweise bisschen zu gut, aber gut, der ist halt war frei. Ohne Lenkung geht sogar Wahnsinn. Aber ja, es passt schon so. Das geht. Ganz ohne Widerstand ist nichts. Ich meine, ich seitdem ich aber das mal gemacht habe, Laufwerk C, Scandis, und auch Fehler gefunden wurde und das repariert wurde, nach dem Neustart, jetzt geht es. Daran gelegen hat den Spielstand, dass der weg war. Da liegt aber daran, ich hatte bei der letzten Aufnahme Absturz gehabt und das war natürlich dann kontraproduktiv. Ne? Also Absturz, wo der Spielstand praktisch dann zerstört wurde. Wie gesagt, Giants hat ja praktisch, ich glaube, 6 Spielstände, Backup-System. Da muss man den neuesten beginnen und dann das nicht geht, halt den nächsten nehmen und so weiter und so fort. Und wenn das dann komplett nicht mehr geht, ja, dann ist blöd, ne? Aber ich habe jetzt extra einen Spielstand separat gespeichert. Ich muss dann nur halt für den Falle mal gucken, ich glaube, wie heißt der Punkt hier eigentlich? Steht der überhaupt noch hier? Und also hier der Steinbrecher. Er ist noch da. Den Stein im Prinzip hier verkaufen. Mal gucken. Dann mal so machen. Genau. Bremse. Ausschalten. Dabei der Holt. Ich sag mal, Feld müsste 3 sein. Das ist auch richtig heute mal. Feld 3, Hof 1, das ne hier mal gucken. Feldsteine ablagern. Na gut, Ablage ablegen. Hört mir gerade so auf. Aber ist egal. Ablan. Feldsteine. Geht ja nur darum, dass es funktioniert, ne? Später mal. So, da fährst du immer hin. Später gibt es den Gottlieb Aufgabe. Ich spiele mal ganz kurz durch. Er ist angekommen. Restgruppe geht noch und dann geht's da los mit Steine sammeln. 2 Fahrzeuge müsste reichen eigentlich. So, er macht hier noch eine letzte Runde. Das dauert noch 23, also heute locker. Ja, ich habe es mal geschafft, den einen Fahrer mit Getreide zum Hof zu fahren. Bei Gelegenheit, und machen wir gleich. Aber noch einen Traktor zur Not. Für den dritten Sammler. Dann geht schneller, ne? Das hauen wir hier in ein Lager rein und werden im Winter mal schauen. Entweder im Winter oder ich werde mir eine Mühle bauen. Obwohl ich jetzt da ein bisschen vorsichtig bin. Ich weiß ja nicht, wann genau das mit dem Terra Life kommt. Ist natürlich jetzt noch weit offen. Einfach ein Grund, weil sie können es erst veröffentlichen, wenn es den Update und Patch von Giants kam, dass sie dann entsprechend die Fruchttypen erhöhen können. Und das ist ja jetzt ja halt noch nicht so weit. Es gab noch kein Patch. Vielleicht kommt er mit den neuen DLC
auch ist hier der Fall. Ob das dann mit dem zusammenhängt und das anders, das weiß man nicht. Das wissen sie. Na, ich sag mal so, die werden auch nicht Gerüchte verbreiten und dann eher sagen, auch Pech gehabt. Erst wenn sie das getestet haben, erfolgreich, dann erst wird es dann so kommen. So behaupte ich mal, ne? So würde ich rangehen, wenn ich was weiß, es funktioniert, dann kann man. Die werden sicherlich bis zum 30. April kommt es zur veröffentlicht, glaube ich. Ich meine, für mich ist das nichts. Aber wer es haben möchte. Aber es ist kein Hinweis, dass kein LS25 kommt. Das war aus einem einfachen Grund. Weil es praktisch kein Season Pack ist. Gekommen ist. Und nur einzelner Kauf, daran glaube ich nicht. Weil das gut möglich. Nein. Man soll ja nie, niemals nie sein, ne? Aber ich denke mal aus, auch rein aus finanziellen Gründen werden sie das machen müssen. In Führungszeichen. Auch sie wollen Geld verdienen. Das ist ja so. Jeder muss hin und wieder mal was Größeres bringen, um ja. Es klingt zwar immer verrückt, aber ist halt so, ne? In der heutigen Zeit ist halt so. Musste halt irgendwas machen, dass da was kommt, ne? Geschäftsmäßig. So, ist auch leer, das passt. Da stellen wir auch gleich ein. Der andere ist ja nicht eingestellt, aber das kriegen wir auch noch hin. Kontrolllager. Ich denke mal, wir werden hier auch keine großen Produktionen mehr bauen mit Stein und Kalk und so. Das machen wir nicht mehr. Das ersparen wir uns mal. Ne? Ich denke mal, wir haben so mit Ackerbau genug zu tun. Mit Viehzug. Bauen wir das nicht. Aber dann haben wir drei Fahrer. Dann geht das zügig voran. Naja. Gut. Ich will Hunger, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich esse einfach zu früh normalerweise. Normalerweise müsste das so. Der Rhythmus ist doof. Von Spätschicht. Mittagessen ist eher wie Frühstück. Ja, und Abendbrot ist eher so wie Mittag. Und Abendbrot ist eher wie, ja, wie Mittag. Ne? Aber kochen, das bei der Arbeit kochen geht nicht. Beziehungsweise was sowas essen, dass man sagen kann, oh ja, das ist auch gleichwertig im Mittag. Geht auch nicht. Wir müssen mal schauen, dass wir ein paar Säcke herkriegen, ne? Der eine Sack. Oder wir kaufen einfach 6 dazu, oder? Ja. Den Rest noch mal. Also hier im PC, wo man sagen, guckt da Geräusche her. So. Geht auch noch rein? Nö. Das ist ja Saatgut, ne? Falls wir was brauchen. Wir könnten auch Kalk so groß kaufen können, ne? Geht auch. Weil die Fläche, wo jetzt eine Gruppe unterwegs ist, da müsste auch noch Steine gekalkt werden. Steine sammeln auch, aber das ist schon unterwegs. So. Ja,
Heute? Immer danke dafür. Heute? Ich weiß gar nicht, wo genau, aber ich weiß, heute. Ich glaube, 3 Abonnenten mehr. Boah. Das ist so ganz komisch. Vom Rhythmus her. Da kommt, ja, kannst man nicht erklären. Ah, hast du 2, 3 Tage nichts und dann kommen dann plötzlich 3, 4 am einen Tag so ungefähr übertrieben aus, ne? Das kann ja keiner erklären, wie es funktioniert, ne? Das ist halt das ganze Problem. Problem ist das nicht, aber man hätte doch gerne eine Erklärung, warum dann. Ich meine, gut, wenn zum Beispiel ein Video interessant ist und guckt viel rein, wird dann wieder viel vorgeschlagen, ne? Dann ist es, ja. Erklärlich, ne? Aber wie gesagt, andere Tage hast du auch viele Aufrufe. Dann hast du 0, ne? Aber das ist, ja. Grundlos hat man ein bisschen Glücksspiel in der Beziehung. Waren wir jetzt hier lang? Ja. Mal ist das so, mal ist das nicht so, ne? Im Grunde ist das so, wenn viele reinschauen, dann wird auch wieder mehr vorgeschlagen. So ist es da halt, ne? Ja, heute war das extrem gut auf der Marsch. Da gab es auch viele Daumen hoch. Ja. Das reicht aus, ne? Muss nicht immer kommentiert werden. Das ist schon vollkommen okay. Bin da nicht so. Im Grunde werde ich es auch nie groß ansprechen, dass für wegen Liken und so oder wegen Kommentare. Ich sag mal so, die große Masse, sag mal so, die wird es wissen, was helfen könnte. Und aber auch die große Masse kann auch mal was vergessen. Ne? Das ist ja halt so. Ich bin ja auch nicht mehr der jetzt praktisch. Ja, das immer gleich macht, ne? Das ist ja manchmal, das ist ja halt mal so, ne? Was man Tag, wo du dran denkst. Ja, Claude mal. Grunde müsste ich mir was aufheben bis 20 Uhr und den Dreh 20 Uhr halb 9. Kleinigkeit und dann geht er halt, ne? Aber mein Problem ist eher so, wenn ich jetzt gegen halb 1 Bett gehe und ich habe dann so ein Hungergefühl, schläft sich schlecht. Also eigentlich weiß ich, dass es das nicht gut ist, aber wiederum ach, ich habe ein bisschen Pommes gekauft und Cordon Bleu kurz in der Pfanne zur Not mit reinmachen in der Fritteuse, Luftfritteuse, das hat ne Heißluft, weil mit Öl und Fett ist auch nicht meine Sache. So, hier ist Feld 5, ne? Also Mais. Ist eine Riesenaufgabe. Ich hoffe, dass meine Silos ausreichen. Zur Not muss ich halt mal gucken, wo ich noch ein Silos aufbauen kann. Ne? Hier ist noch Grassilage. Mensch, Junge, das ist auch, aber da will mal gucken wegen der Kühe. Und dass die noch genug Futter haben. Da geht die Grasjage auch gleich rein, ne? Weil irgendwann werden wir noch mehr bekommen. Und Felder zu kaufen, die noch 4 ist, Hafer, das will ich aber alles gucken, wegen der Mühle. Wie gesagt, das lohnt sich dann, ne? Also ein Weizenfeld habe ich auch noch, was ich als nachgesät habe im Frühling. Ansonsten noch 3 Weizenfelder für Ganztagssilage, ne? Also für ja, GPS kann man sagen. Blöd wäre Kartenneustart, dass man da praktisch ja wieder länger Zeit braucht, um dahin zu kommen. Das ist das einzig Blöde. Mit allen Prinzipien, ne? Mit Kühen. Man könnte aber auch die Thüringen-Karte weiterspielen, ne? Wenn er 25er schon da ist. So abwegig ist das auch nicht.
Weil bis hier die größeren Patch kommen oder die, also praktisch die Mods, kannst du hier weitermachen. Obwohl ich ganz gerne dann den 25 auf jeden Fall, also zwei Projekte habe ich auf jeden Fall vor. Nicht wegen, ja, ne, aber so, ne, sondern einfach, weil ich die Zeit dafür habe, ne. So, mal hier machen wir gleich weiter, haben wir auch gehört. Da oben, würde ich meinen. Das hat leider nicht ganz gereicht. Aber so ist es halt, ne. Und in dem Meter weniger ist, fällt gar nicht auf, in der Karte, dass es weniger ist. So, an den ersten Punkt, am nächsten. So. Die Gruppe ist fertig, da können wir gleich mal. Bitte. Ladies first. Gleich mal einstellen, ne? Die drei Fahrzeuge und dann verkaufen. An den Punkt. Zwei sind da eingestellt. Praktisch schon eingefüllt. Also Autodrive-mäßig und einer muss noch. Ich glaube der erste ist noch nicht. Logischerweise nicht. Den werden wir auch gleich rüberfahren. Und sobald er mit Kobalt fertig, mit Kaltstreuen fertig ist, kann er Kobalt werden. Und hier ist er auch nicht drin. Ne? Das wäre aber Feld 1, ne? So. Ja, würde aber hier aber auch gehen. Es kann aber sein, wenn der Punkt da oder da ist, dass er dann entsprechend Kerpel einfährt. Ne? Das ist ein Problem. Na, Problem ist das nicht, aber ist halt nicht schön, wenn er die Bahn umfährt, ne? Wäre nämlich kein Hindernis. Schade, dass es nicht als das als Gruppen gelten würde, ne? Das wäre ja auch die Option, ne? So. So, das muss aktiviert sein, sonst geht das nicht. Machen wir ausnehmen, weil der rollt. So, kein Kurs. Wir müssen aber hier auf drei Fahrzeuge gehen, ne? Sonst ist das eher. Funktioniert das nicht so, wie ich das will. Scharf, wir werden hier auf weich machen. Wegen der Ecken hier oben. Aber wenn da oben ein paar Steine daneben bleiben würden. Das wird dann auch gehen. So. Zurück. So, dann bist du. Links, das passt. Ersten Wegpunkt. Den Kurs müssen wir kopieren. Damit die anderen Fahrzeuge das gleiche machen können, ne? Also Mitte und rechts normalerweise. So, das machen wir auf Feld 1. So. Und Mitte. Sollte schnell gehen, wenn normalerweise mit drei Fahrzeugen. Die Gruppe hierher fahren und die aus hat, müsste auch schon fast durch sein, ne? Ja, fast. Uff, mit 10% Steine. So. Gleich mal Reparatur, ne? War kaputt. Das ist ja die ganze Silage von den beiden Feldern hier. So, 1 und 3. Ruf ist kein Platz, man muss immer silieren, ne? Naja, ist ja typisch, dass er auch nicht rumkommt. So. Und gleich helfen. Und rechts. Aktivieren.
bisschen soll er schon angesammelt werden, ne? Normalerweise, wenn der jetzt durchgefahren ist, dann wächst auch kein Unkraut, ne? Wieso hält er nicht an? Oder sie entlassen. Der Bursche. In der zweiten Runde ist eher. Er hält aber an, ne? Ich werde mal hier einfach anders helfen. Damit er hier nicht entlassen werden muss. Wie gesagt, ein paar Steine. Das stört mich nicht. So kommen die auch rum. Ist so dunkel. Manchmal denken wir so auch, das Lichtverhältnisse sind komisch, aber wahrscheinlich ist das hier so. PH-Wert ist so gut. Ja. Ja, der kommt rum. Gut. Vielleicht wäre das mit der Scheibenecke nicht so gewesen mit den Steinen, weil der Gruppe ist doch ein tiefer, ne? Wahrscheinlich. Je nachdem, wo er eingestellt ist, ne? In echt ist der eher so, dass man sagt, okay, so tief muss nicht sein. Zum Auflockern. Dann ist ja auch eine Kostenfrage, ne? So, sobald Steine gesammelt sind, können wir hier Gras aussehen. Muss ich nur entsprechend auffüllen. Dann geht das schon. So. Bin ja gespannt, ob die ganze Fläche ist, ne, wo wir haben die erste Runde selbst gemacht. Ne? Die ersten zwei Runden, dass da die Ecken gut sind. Ansonsten müssten wir da vom Gras mir nochmal gucken. So, wie werden wir hier umändern auf? Auf weich, rund. Das ist zwar da nicht gemacht worden, aber das müssen wir so nacharbeiten. Wegen. Ja, das ist ja halt so. So. Dann können wir den gleich wieder zum Links schicken. Kalk holen. Und der wird das fertig. Oh, Knummer im Magen. Oh, ich sehe gerade. So, das soll schon heute gewesen sein. Ist aber schön. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.